Manch einem wird die ungewöhnliche Säule am Elbbalkon am Stadtplatz neben dem Zeitzeigerflächen aufgefallen sein. Sie gehört zu einem deutschlandweit neuen Pilotprojekt, das Eulenspiegel Multimedia hier an prominenter Stelle an der Elbe derzeit testet. Was sich dahinter verbirgt, erläutert uns Eulenspiegel-Chef Lars Eichhorn. Ja, man soll ja mal bei der Wahrheit bleiben. Also es war nicht meine Idee, sondern ich habe diese Idee aus Österreich mitgebracht. Ich habe dort auf 2.500ern in Kärnten mal im Urlaub eine solche Kamera gesehen. Von der Funktion her ein bisschen anders als das, was wir nun hier gemacht haben. Aber von der Sache her war es halt so, da oben war eine Webcam mit einem großen Knopf dran und dann war das Bild binnen einer Minute im Internet und man konnte zu Hause anrufen und sagen, schaut mal, wo wir gerade sind. Also wir haben die Kamera nach einer Vorbereitungszeit von einem halben Jahr ungefähr hier am Gründonnerstag dieses Jahres gestartet. Über Ostern war Wahnsinn, was da los war. Dass sich das Ganze dann ein wenig normalisiert, war auch klar, aber Herrentag oder eben die Wochenenden bei schönem Wetter geht es hier richtig rund, sodass man sagen kann, zwischen 50 bis 100 Fotos sind immer möglich. Es gibt auch mal Tage, wo es regnet, da sind es 3-4 Bilder, ist auch nicht schlimm. Das Ding ist da, das Ding frisst kein Brot und es soll ja eigentlich ein schönes Spielzeug für die Magdeburger sein. Wir haben den Eindruck, es wird gut angenommen und es ist dann auch die Chance, natürlich aller Welt zu zeigen, hey, guckt mal, so was Schönes gibt es hier in dieser Stadt. Völlig kostenfrei ist der Dienst bei reiner Internetnutzung, sprich Foto machen, zu Hause dann im Internet www.elbbalkon.de mal gucken oder eben zu telefonieren an die Verwandtschaft, an die Bekanntschaft quer auf der Welt, sich das anzuschauen. Und dort ist das Bild in einer, ich sag mal, brauchbaren Auflösung für Bildschirmdarstellung auch zu haben. Die Ausdruckversion ist programmtechnisch in Vorbereitung, dass man es vielleicht hier in der Bäckerei hier am Domfelsen dann auch ausdrucken kann. Das ist aber noch in Vorbereitung. Im Moment in der Testphase bieten wir an, wer haben möchte, möge uns eine Mail schicken. Adresse ist auf der Internetseite zu finden und wir schicken dann die Datei per E-Mail kostenfrei zu. Wie gesagt, ist im Moment in der Testphase. Wir werden schauen, wo es hingeht. Also der Ablauf ist der, man drückt auf den Auslöser an der Säule, begibt sich dann auf den Elbbalkon. Man hat dafür so 9-10 Sekunden Zeit. Dem einen ist es zu lang, dem anderen ist es zu kurz. Goldenen Mittelweg wird man dort eben suchen müssen. Aber ich sage immer, es kostet nichts, man kann es zweimal machen. Und wenn ein Radfahrer durchs Bild gefahren ist oder wie auch immer, muss man halt noch ein zweites machen, wenn man möchte. Aber es geht eigentlich. Also technisch ist es so, dass alle 60 Sekunden das Postfach geleert wird, in das dieses Bild geschickt wird und dann ins Netz gestellt wird. Es gab in der Vergangenheit einmal bisher den Fall, dass die Havarie gab, dass ein zweites Bild das erste tatsächlich gekillt hat. Das werden wir technisch noch verändern. Das sind eben die Erfahrungen, die man sammelt. Darum sage ich, das Ding läuft im Testbetrieb hier. Das ist unsere große Versuchsnummer und wir haben schon ein paar Dinge vor, auch im Zusammenspiel mit der Nutzung der Smartphones, dass wir dort die Nutzerplattform noch verändern, dass es dort einfacher sein wird, schöner sein wird. Ich denke, diese Kombination, der neue Elbbalkon, für die neuen Attraktionen, die Elbe für Magdeburg schlechthin und im Hintergrund diese historische, ingenieurtechnische Bauleistung der Hubbrücke ist eine Kombination, die toll ist. Wir haben aber noch ein paar Spielchen vor, können wir verraten. Zum Beispiel werden wir also die heutigen grafischen Möglichkeiten nutzen. Wir haben zum Beispiel vor, dass Weihnachten dann ein Weihnachtsmann auf der Elbe auf dem Floß steht und Weihnachtsgrüße schickt, sodass man also dann zum Beispiel sich das ausdrucken kann und seine individuelle Postkarte hat.